Er hat die wohlbewegt erste Geschichte der diesjährigen Sommerhaus der Stars Staffel, denn Ben Malzer wurde als Yvonne geboren. Im Alter von 23 Jahren entschied sich Ben Malzer für eine Geschlechtsumwandlung. Als erstes Transmodel schaffte er es auf das Cover der Men's Health. Heute lebt er nicht nur als Mann, er ist auch glücklich verlobt, und seine Auserwählte ist keine Unbekannte. Sissy Hofbauer arbeitet als Model und ist die kleine Schwester der ehemaligen Bachelorette Anna Hofbauer. Gemeinsam wollen sie die Promi-WG aufmischen und für mehr Akzeptanz in der Gesellschaft kämpfen. Der 34-Jährige geht nicht nur offen mit seiner Geschichte um, er hat sogar ein Buch über sein Leben rausgebracht. Mit Endlich Ben, mein Weg vom Mädchen zum Mann, erzählt er über seinen steinigen Weg und gibt ganz private Einblicke in das Leben eines Transsexuellen. Für manche Fans scheinen die Infos aber noch nicht auszureichen. Bei einer Fragerunde auf Instagram will ein neugieriger Fan wissen, ob Ben sich auch eine Beziehung mit einem Mann vorstellen könne. Er antwortet, es gibt viele Männer, die ich attraktiv finde, hingezogen fühle ich mich allerdings zu Frauen. Ein eindeutiges Statement des Models, offenbar hat er in Sissy genau die richtige Partnerin gefunden. Wie sich die zwei im Sommerhaus der Stars schlagen, kann man jetzt jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag um 20.15 Uhr auf RTL mitverfolgen.